Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Jetzt müssen wir den da noch fertig machen. Dann können wir die beiden da mit viel Glück auch unentdeckt ausschalten. Und dann Luftattentat auf den Händler machen. Hoffe ich zumindest. Und zum Preis! Und Surprise! Geschafft! Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Alright. Und nun sollten wir besser abhauen. Ja, auch nicht schlecht. Ziemlich schnell für eine Leiche. Wow. Sind jetzt aber schon sehr zack. Haha. Ich bin anonym geworden, also könnt ihr mir ja nichts mehr. Ha. Nummer 4, du warst mal. Okay, der nächste. Okay, ich würde mal sagen, dorthin. Mal gucken. Also, bis jetzt läuft es wirklich gut. Mal hin. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Eure Wäsche nicht in die öffentlichen Gewässer. Vergesst nicht, dass sich umsorgen ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Ja, ich weiß, was kommt. Echo! Ja, Echo. Tja, dein Echo kam ein bisschen zu früh. Oder zu spät. Wow. Das hätte jetzt beinahe in die Hose gehen können. Na dann, auf jetzt. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Okay. Ab ins Heu. Den Bauer töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Alles klar. Da ist schon eine Idee. Mist! Ich wurde entdeckt. Dammit! Aber die Kernidee war schon mal gut. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand. Dum, 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 dum. Und dann müssen sie aufgeben. Ist der betrunken? Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Mal schauen, wo ist der Typ? Ach, da kommt er. Hallo, komm mit rein. Okay. Ach, er kommt. Kommt da. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, komm nur näher. Nahrung, Obdach, Wärme. Und
Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Dein geliebtes Heu wird dir zum Verhängnis werden. Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Okay. Schauen wir mal, ob wir es noch schaffen. Na, Jungs? Okay, wo ist der Typ jetzt wieder? Wo ist er denn? Das kann eine Weile dauern jetzt. Ach, da kommt er wieder. Und dann ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Komm nur her, du. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Dinge. Oi. Seht ihr nun, warum das Heu komm nicht doch wieder mal her, du Affe. Geraten darf? Also, nehmt eure Arbeit hier ernst. Sie ist essentiell für unseren weiteren Erfolg. Herr im Himmel. Das kann dauern. Alright. Ich hab jetzt mal was Blödes. Dann hau ab hier. Oh! Na, na, na. Oh, wow, wow. Oh, nicht so doll. Und. Los, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Oh, ich glaube, ich spinne. Mist. Warum ist er auch nicht näher rangekommen? Also echt mal. Er war doch nah genug dran. Ich kapier das einfach nicht. Ohne diesen einfachen Rohstoff. Versuchen wir es mal etwas anders. Indem wir uns jetzt schon ein paar Knochen brechen. Genau. Ich glaube, ich muss mal wieder zum Arzt gehen. Oh, wow, wow. Das hätte jetzt schief gehen können. Also ich glaube, ich muss ihn töten, ohne vor den Heuwagen zu hüpfen. Zum Beispiel jetzt. So. Und jetzt erst rein. Jeder, der dann die Leiche sieht, wird ihn dann untersuchend näher rankommen. Es haben sich schon viele da kommt er ja schon. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen... Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Oh.
sind jetzt ein bisschen zu viele. Na komm. Noch ein toter. Ja! Bald wird nichts mehr. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niedrigem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Okay, schnell weg. Mir gefällt der Blick von dem Kerl nicht. Wow, die sind sauer. Da kann man auch nicht verübeln. Wir haben ihren Bauern umgebracht. Das dürfen doch nur Adlige. Oh mein Gott, oh mein Gott. Juhu, geschafft. Haha, 5 von 9 geschafft, supi. Okay, das ist der nächste. Wir machen uns langsam. Im Grunde genommen haben wir jetzt die Hälfte geschafft. Ja, vielen Dank, Herr Dieb. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Na, wir sind doch freundlich. Guck mal, ich habe sogar was Spitzes für dich. Okay, du scheinst es nicht zu mögen. Ach, na gut. Ich wollte ja nur nett sein. Ah, das kenne ich auch noch. Hier stimmt was nicht. Ja. Wo sind die Menschen? Das werden wir hoffentlich jetzt erfahren. Ah, noch ein Herausforderer. Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen. Alright. Karriereleiter Attentat auf den Hauptmann der Wache. Na gut. Wenn du meinst, du kannst uns besiegen. Was für ein Spektakel. Schick deine besten Männer. Du wohl überleben wirst. Vor einiger Aha. Zeit schaffte einer 3 Dutzend, mein... Ora! Dreckkerle wie du, komm hier nicht durch. Aua. Mit dir. Patti! Du machst ein Ziel. Wenn du denkst, du kommst an mir vorbei. So, schon mal einer weniger von dem Dutzend. Und du bist jetzt auch schon. Habe ich gewonnen? War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Hauptmann der Wache. Und weg hier! Oh, tala. Das hat ihn umgebracht. Müssen wir jetzt aber nicht nochmal machen, oder? Okay, wir müssen es doch nochmal machen. Na gut. Verstehen, Mann. Natürlich, warum auch nicht. Niemand kommt durch. Versuch's nochmal. Geschafft. War
ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Hm. Naja, das wissen wir jetzt. Okay, mal gucken. Ja, diesmal kletter ich. Nicht, dass es wieder heißt. Okay, jetzt können wir wohl. Da, da, dum, dum, dum. Lasst uns hier raus. Uah. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Schön. Wo ist dein Loch, kleiner Mann? Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Und? Ach komm, gebt auf. Blöder Penner, komm her. Die Bürger von Pisa haben mal wieder in einer Massenkundgebung eine Botschaft der Verachtung nach Florenz entsandt. Offenbar hat sich die Jugend der Stadt versammelt und unserer ehrenwerten Delegation die blanken Hintern... Dort ist er! Packt ihn! Ach, Mann! Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle... Mein Gott, ein Irrer! Lauf! Nee, ich bin kein Irrer.